Willkommen bei Benjamin Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute Crimson Snow. Ho ho ho. Oh, der ist schlecht gereimt. So. Oh, da ist ja mal ein ordentlicher Sneestone draußen. Oh, guck mal, wir können schon gleich die Steuerung übernehmen, wunderbar. Was ist denn das? Joyce ruft an. Hi, handsome. What have you been up to while your better half wasn't around? Was haben wir denn so gemacht? Schönet. Ach, Joyce, ach, hauptsächlich Papierkram und TV-Serien. Du kennst mich doch, Joyce. Jeden Tag in vollen Zügen genießen. Naja, Papierkram und TV-Serien. Cool. I'm warning you, Mark, if you watch the third season of Dark Vengeance without me, there will be blood. Ja, wir haben dunkle Sachen. Die dunkle Sache haben wir natürlich sehr nicht. Ohne dich, tut mir leid. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say, that hotel had a luxurious swimming pool. Yeah, sure. You just want to see I'm the just pool, a man. Right? Seeing Kate in a swimsuit has absolutely nothing to do with it. Hallo! Hallo, Joyce! You das war schön. You've gone with me. I know that you don't like meeting new people, but... I'm worried about you, Mark. I'm pretty much the only person you talk to. It's Christmas Eve and... Oh, wir sitzen jetzt also alleine am Christmasabend rum hier? Okay. Gar nicht wahr. Ich habe heute einen Brief bekommen. Ich wette dagegen. Ich habe einen Brief bekommen. Ich weiß noch nicht, was dran ist. Jo, dann würde ich doch mal sagen... Ich reagiere wie ein Erwachsener. Nee, 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 gar nicht wahr. Did someone write you a personal letter? Ja, ist ein echter Brief. That's so cool. Open it up and tell me what's inside. It's near the entrance, right? Okay. Na dann gehen wir mal, sollen wir zum Entrance jetzt gehen, ja? I wonder what's inside the envelope. So grundsätzlich muss ich sagen, sieht das Spiel schon sehr gut aus irgendwie. Also, ne, schon vorher auf Bildern gesehen, aber es ist hübsch. Es ist wirklich hübsch. So, Entrance. Ist das... Oh. Ah. Liebling, du fehlst mir so. Es ist wirklich schade, wie es schon ausging. Ich bin bereit, uns eine zweite Chance zu geben. Und ja, vielleicht habe ein paar Dummheiten gemacht, aber das wird sich nicht wiederholen. Großes Ehrenwort. Lass uns alles gemeinsam besprechen, okay? Achso, und lesen muss ich auch noch. I would laugh at you, if I didn't lose my phone around 4 times a day. You need to look near the front door. It must be there. Ja, und wir haben ihn auch schon. Lassen. Well, who's it from? What did they write? Ja, ist meine Ex. Schön. Lügen. Irgendwas vom Finanzamt? Lügen? Okay, kann nur lügen. Irgendwie ist eine Postkarte von meinen Eltern, eine Glückwunschkarte zu Weihnachten. Dann klingt das ein bisschen angenehm. That's so nice. Wie sagt er das? Das Büchse. It's so good that I was wrong. By the way, about communication. Sie haben gelogen. Please go up to das freut sich für window. Sie. Toll. Ein Brief? Einen echten? Aus Gurkenwasser? So, oh, sieht mal cool aus hier, oder? Ach, schade, dass wir das jetzt nicht zu Weihnachten gespielt hatten schon. Mm. Schön hier. Oh, ein Kamin. Die Socken, ich kennt immer echt ein bisschen Bammel irgendwie. Warte mal, vom Erdgeschoss oder sowas. Achso, ich muss hoch. Ich kennt immer ein bisschen Angst irgendwie, dass diese blöden Socken anbrennen. Vor allen Dingen halt die ganzen Süßigkeiten, die da drin sind. So, schauen wir jetzt mal aus dem Fenster, okay? Hello? Aha, was steht hier los? Ah, sieht aus, als würde meine Freundin bei sich zu Hause Lichtspielchen treiben. Du bist angekommen. Warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte dich doch vom Flughafen abgeholt. Na denn eh. Isn't it obvious? I wanted to surprise my boyfriend for Christmas. Luckily the plane landed before the storm started. Now, on to the second part of my surprise. But first, show me your festive mood. Danke, Benny. So, ja, war tatsächlich ein bisschen leise. So, ja, da komme ich gleich zu dir. Vielleicht soll ich gleich zu dir? Komm gleich zu dir. Hold on a second. No, 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 Mr. Grinch. Show me your Christmas spirit first. You had sparklers in your closet, didn't you? Light them up in front of this window. Warte, ich soll jetzt hier noch Wunderkerzen anmachen? Warum? Perfekt. Danke, Benny.
So, ist das ein Schrank? Nein, I'm sorry, I didn't come to your home right away, but I had to prepare something. You'll see it for yourself soon. Oh Gott. Alle Schränke noch aufmachen. Ist das hier Wunder? Oh, das sieht nach Wunderkerzen aus. Diese Fackel ist mächtiger als eine gewöhnliche Wunderkerze. Wie bitte? Aber immer noch in der Hand haltbar. Könnte nützlich sein. Ich muss sie am Fenster anzünden. If you find the sparklers, light one of them up by the bedroom window so I can see it. Oh, hier noch was. Oh, mehr. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Mir ahnt. Schrecklich. So, mit F zünden. There it is. Now I can feel the Christmas spirit. Ja, alright, here's klar. The second part of the surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy? Den ich schon ausgetrunken habe, klar. Price tag? Today, we'll try it out. I also got some fireworks. So, take your sparklers and come over. Let's celebrate Christmas together. By the way, I brought you a present. Did you get me something too? Ja klar. So neugierig, ich muss erst unterm Baum wegnehmen. Ich sagte nicht, was es ist. Ein Geschenk? Tut mir leid, ich hatte nicht erwartet, jemals auf... Ja, ich kann jetzt hier nicht... Nee. Ja, was so... Hey, you won't even tell me what kind of gift you prepared? Okay, now I'm interested. Grab it and come over. I'm waiting. So, was? The longer you wait, the greater the chance that I'll drink all near wine by myself. Lass mir was vom Wein. Take your gift and come to see me. It's under the tree, isn't it? Ja, na klar, es ist unterm Baum, dein Geschenk. Nicht. Okay. Are you sure that you have a present? Oh. Mark, I won't be upset if you didn't buy one. Okay, wir haben also doch ein Geschenk am Start. Well, I thought it was going to be a special night. Look under the tree, okay? Nicht realistisch antworten, sondern so, was Frauen hören wollen. Ich dachte eigentlich, dass ich das schon tue. Einfach eine Schleife um den Hals, fertig, Geschenke noch. Wir probieren es mal. Ich gucke mal, das sieht erstmal ganz gut aus. Okay, ich habe was gefunden, denn liegt jetzt darüber. Ja. Schlimm ist jetzt auch nicht. I'm waiting for you. Alles klar, wir kommen. Das ist aber mit dem Buchtenwetter hier, ey. Okay, cool. Cool. Total schau. So, das Kichern habt ihr gehört, ne? Schön. Und ich renne hier nackig mit einer Schleife drum rüber, ja? Das ist ja super. Oh Gott. Oh Mann, ey. Oh, schön, warum ist die Tür offen? Ein Haufen unbezahlter Rechnungen. Ich sollte sie daran erinnern, sich darum zu kümmern. Ja, das ist gut. Deswegen lasse ich die Rechnung gleich da drinnen. So, warum ist die Tür offen, Freunde? Was ist hier los? Brett zu. Joyce? Oh, Joyce! Oh, Wolf! So, oh, Geschenke, überall Geschenke, toll! Schön! Finde ich schön. Krieg ja gleich hier so kleine Weihnachtsflashbacks hier. Oh, Haufen unbezahlter Rechnung. Sicher, dass du sie heiraten willst? Yay. Oh, hier ist abgeschlossen. Joyce? Schön hier mit dem. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich bin nur so ein Weihnachtsmensch, muss ich sagen. Joyce? Na, wo versteckst du dich denn? Sieht schau aus, wa? Ich finde das doch echt schön. Gefällt mir. Oh, Tür ist offen. Aber es wäre schon fatal. Warum liegt die Lampe hier unten? Die Vase? Die Lampe. Wie ist das? Warum. Also, hättest du mal ein bisschen aufräumen können, Joyce. Warum sieht das hier aus? Where are you? Did you sink into the snow? Hurry up, I'm getting tired of waiting. Ja, wo bist du denn? Ich bin schon im Haus, aber ich sehe dich nirgends. Hier ist ein kleines Durcheinander. Nee, wir wollen jetzt die Stimmung nicht zerstören. What does inside your house mean? I'm standing at the door and I didn't see you come in. Hey, Santa! It looks like you broke into the wrong house. Get out of there before you get...
Und es war so schön. Ich hätte mit Benny aufhören sollen. Ich hätte einfach mit Benny aufhören sollen. Aber nein. Nur die Kerze hier runter. Das brennt doch alles. Oh nein. Oh nein. Ach, Kinder. Nee, wieso denn? Ach, das war so schön irgendwie. Hat mir echt gut gefallen hier. Und schon. Ach Gott, und jetzt fehlen unter Dielen. Was für ein Haus sind wir jetzt eigentlich? Oh. Na? Bist du ein Weihnachtself? Hey. Hey. Okay. Oh nee, hat die mir etwa den Brief geschrieben? Oh, ist noch eine Fackel, die nehmen wir mit. Ah, das ist die nette Dame. Ich würde gleich durchs Fenster zurück in den Schneesturm springen. Ja, das ist tatsächlich kein... Ich mach... Moment mal! Ah, mach doch auf! Ist komisch, dass man auch nie die Fenster kontrolliert. Nie die Fenster kontrolliert. Ey, warte, ich hätte ja eine Taschenlampe. Ich kann doch jetzt hier nicht nur mit so einer Wunderkerze rum. Und das alles mit einer Schleife drum. Ist einfach unangenehm. Ist einfach eine blöde Situation für alle Beteiligten. So. Bitte. So, was ist hier? Ein paar Voltaren, die können wir uns... Oh, die ist verkettet. Wieso? Wieso? Warum? Sollte ein Baby anfangen zu weinen, bin ich weg. Oh, dann bin ich schon vorher weg. Ah, die Postkarte habe ich doch schon mal gesehen. Eigenartig. Tut mir leid, aber ich schaff's nicht bis Weihnachten zurück. Nehme ich Arbeit. Feier bitte ohne mich. Na schön. Ah, toll. Und Abwasch hat's ohne gemacht. Ich kann doch jetzt hier aber nicht die ganze Zeit hier die ganzen Kerzen hier vorholzen. So fahren wir doch nicht. Oh, vor allem das Schlimme ist, du kannst... Oh, hier haben wir überall welche. Das Schlimme ist, du kannst anscheinend überall nachgucken. Ach Gott, das mag ich also ja nicht an Horrorspielen irgendwie, weil das ist halt... Das ist so ein Fass ohne Boden. Irgendwie wissen die, wo du anfangen sollst und wissen die, wo du aufhören sollst. Ey, oh Mann. Kann ich mich ducken? Nee, kann ich nicht. So, so. Okay, nimm die Pfanne. Brauchst du bestimmt als Waffe. Ja, gute Sache. Gut, auch den Pfannenwender noch nehmen. Der sieht bakteriell sehr fragwürdig aus. Alter, warum sind die so schnell aus? Warum sind die so schnell aus? Diese schöne Kandelaber. Moment. Wo ist dies? Das ist nicht die Handschrift von Joyce. Irgendwer hat mich hier erwartet. Och, abgehakt. Alles, was wird heute passieren? Das ist unser perfekter Festtag. Er ist bald da, also muss ich mich vorbereiten. Kleid? Weihnachtsbaum? Festansprung, Feuerwerk, der Ring. Er darf nicht entkommen. Er ist bereits hier. Scheiße. So. Honey. Are you there? Was ist mit dir los? Geh weg, geh weg. Kann ich mich verstecken? Oh, okay, kann mich verstecken. Nein, das ist ein Versteckspiel und willkommen. Schon mal einen schönen Spinn finden. Wunderbar, läuft. Kommt die jetzt hier hin? Hängt hier eine Tischdecke drunter? Was ist denn schlimmer? Aber ist auch mit der, die Tischdecke ist so geil. Oh Gott, die kommt hier hin. I see you. Warum siehst du mich denn? Oh Gott! Geh doch weg! Die kriegt wirklich runter? Ah. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Bitte nicht! Oh. Willkommen bei In Isolation! Ja, Honey ist nicht da. Tschüss. Ja, also... Oh Gott. Oh, noch so ein Freddy Krüger-Move. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Kann ich jetzt sneaken? Muss ich sneaken? Kann ich jetzt... Ja, das war jetzt... Ja, ich glaube, das war jetzt... Okay, sie läuft jetzt weiter. Muss ich jetzt erstmal warten? So, wo ist mein Bewegungsmelder? Okay.
Geht sie denn überhaupt weg? Sieht nicht so aus, wa? Ich geh mal raus, in der Hoffnung, dass ich an dir vorbeikomme. Na, no, lass mich! Lass mich! Verschwinde! Hinfort, Weib! Oh Gott, hier ist abgeschlossen. Den nehmen wir noch mit. Ah, Tür geht auf. Mach zu, mach zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommen wir hier durch? Nee, kommen wir nicht durch. Oh, ist aber fies so irgendwie. So ein Horrorspiel mit Weihnachtsflair. Kenne ich aber auch noch nicht, ey. Oh, vielleicht reagiert sie auch auf Geräusche. Mhm. Hab ich auch fast die Angst. Danke, Mann. Ich dachte eigentlich mal, dass man so ein bisschen Alternativprogramm zu Alien Isolation hat irgendwie, aber man soll ja auch nicht kalt werden, wa? Was? Warum denn nur? Bewegende Wände. Das ist schön. Ja, ist das jetzt wirklich... Joyce. Mark, stop scaring me. I know that you're here. I found the Christmas tree that you knocked over. And why did you take off its decorations? Do you even know how long it took me to decorate it? Ich war das nicht, Joyce. Hör mir zu. Man hat mich hier eingesperrt. Joyce, hier geht irgendwo sehr Scheiß ab. Ist nicht aussagekräftig. What do you mean it wasn't you? Then who's walking around my house? Mark, seriously, don't scare me like that. What's going on? Oh, jetzt haben wir wirklich Gänsehaut, ey. Wirklich Gänsehaut. Du wirst mir nicht glauben, Joyce, aber ich glaube, ich halluziniere. Der Korridor ist größer und größer geworden. Ich verstehe. Tja. So, liebe Damen. Was wäre denn die korrekte weibliche oder die korrekte Antwort für meine Freundin an der Stelle? Was möchten Sie denn gerne hören? Dass ich halluziniere oder dass ich hier nichts mehr raffe? Bitte schreibt's mir jetzt. Okay, alles klar. Mutti geht auch mit. Dann ist der Korridor größer geworden. Mark, have you been drinking? If this is some stupid prank, I... I heard something. Mark? Lauf! Is that you? Okay, it's getting personal. Was? Wie? Was? Warum? Aber von hier bin ich doch jetzt gekommen, oder? Nee. Oh nein. Oh. Am besten, dass du bei deiner neuen Freundin bist. Ja, das würdest du am liebsten hören. Irgendwie. Wir machen gerade ein bisschen Roslin-Shit. Kratzen da Wände rum und so. Wird super. Sieht aus, als könnte sie in einer der Mulden dieser eigenartigen Tür passen. Ich muss drei solche Kugeln finden. Wie bitte? Ja, ein Spiel. Oh, super. Okay, nehmen wir die mit. Kommt sie da? Kommt sie da? Sie kommt, wa? Ach, Mann, ey. Nein, ich muss finden. Ach, es ist wirklich so ein Alien Isolation-mäßig. Sweetie, where are you? Oh Gott. Let's celebrate together. Ich will nicht mit dir feiern. Geh weg. So, jetzt. Oh. Jetzt huscht die Gurke da die ganze Zeit da draußen rum. Oder was? Mal hören, ob wir was hören? Meint ihr, die ist noch da draußen? Ich würde ja sagen, ja. Also diese komische Melodie sagt mir jetzt persönlich irgendwie... Sweetie, ich warte noch hier draußen auf dich. Warte nur, bis du rauskommst. Ja, man hört es auch laufen. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Ich kann doch jetzt hier kein Katz und Maus spielen. Machen da um das Sofa rum oder was? Was? So ein Sofatisch? Nein! Ja, die Musik sagt alles. Absolut, absolut. Sie ist wirklich nett. Hm. Naja, ich kann ja jetzt hier nicht ewig drin bleiben, wa? Irgendwie muss ja hier mal raus. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, lass mich!
Hau bloß ab! Oh Mann, Alter! Oh, Scheiße! Alter, ich hab auch wirklich. Ja. Alter, guckt euch doch mal bitte diese Gänsehaut an, ey. Oh, ist das übel! Okay. Also, das war finster. Das war finster. So, okay, alles klar. Also, wenn die uns sieht, dann ist der Hase gefickt. Sagen wir mal einfach, wie es ist. Irgendwie, dann ist scheiße. Die Frage ist, wie entkomme ich ihr denn jetzt irgendwie? Weil ich glaube, sowas wie kriecht oder so, sneaken kann ich nicht. Kann ich sie vielleicht mit... Nee, die Wunderkerze hat ja auch nichts gebracht. Guck mal ganz kurz, ob ich doch nicht irgendwie mich hinhocken kann. Nee, kann nicht. Kann mich nicht hinhocken. So, sie ist jetzt im anderen Raum. Ist sie doch mal die Geräusche getriggert. So, dann setze ich mich mal hier in die Ecke. Gucken, ob sie mich sieht. Sie wird mich sehen. Scheiße. Oh, das ist wirklich unheimlich. Das sieht wirklich, wirklich unheimlich aus. So, Brett zu. So, die Frage ist, wo kann ich mich jetzt hier noch verstecken? So, jetzt kommt sie hier an die Schüsse. Honey, don't make me hurt you. Musst du doch nicht. Lass es doch einfach. So, wir müssen jetzt so ein bisschen mal drauf achten, irgendwie, wenn ihr so irgendwo diese Melodie hören. Blödes Versteck. Ganz blödes Versteck. Ah, komm, lauf weiter. Wie läuft sie denn jetzt? Ich kann das ja nicht richtig verorten, akustisch irgendwie. Läuft sie weg? Sie bleibt immer hier vorne, ne? In diesem Bereich. Okay. Und jetzt läuft sie nach da. Die ist auch. Ist die auf Geräusche getriggert? Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Problem ist nur, wie komme ich jetzt da vorne an ihr vorbei? Weil ich muss ja irgendwie nach da, weil hier vorne war nur eine Tür, die zugekettet ist. Man könnte tatsächlich probieren, irgendwie in diese Tür hier vorne reinzukommen. Zeit dafür hätte man, wenn die Tür offen ist. Alter, ist das schon... Er ist wirklich sehr, sehr gruselig gemacht, ey. Warum gibt es hier keine Türen? Okay, gut, aber dadurch können wir jetzt quasi an ihr vorbeilaufen. Okay, also die kriegt also immer mit, wenn wir die Kugeln nehmen. Oh, die Fingernägel, ey. Oh Mann. We can decorate the tree. Hier weg, hier weg. Wir müssen mit hier keinen Baum dekorieren. Die geht hier unten. Ja, mit der will man nichts dekorieren. Das ist. Das, nein, einfach nur. Ein ganz höflicher Typ gemeint hat, nee, möchte ich nicht. Krass, okay. Ist ganz schön. Alter,
Wie soll's denn das laufen, ey? Muss ja direkt hinterher laufen. Also sie muss ja quasi in diese kleine T-Stück wieder einbiegen. Ach komm, die ist doch bestimmt voll nett. Ja, die wird bestimmt einen total netten Charakter haben. Irgendwie, da bin ich auch mit mir sehr sicher. Irgendwie. Die backt bestimmt noch einen ganz tollen Apfelkuchen, aber... Dennoch, nein. Einfach nein, danke. So, du hörst mich nicht, du siehst mich nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, echt jetzt? Klopapier, echt jetzt? So, das hat uns... Okay. Oh, wir sind langsam. Mach schnell, mach schnell. Hurry up. Oh, was haben wir hier? Können wir das nehmen? Ja, können wir nehmen. Sieht kräftig aus. Damit komme ich durch irgendeine Tür. Da war die in der Tür mit der Kette. So, ich setze mich mal ganz kurz. Ich setze mich mal ganz kurz unter den Schreibtisch. Die hat einen ziemlich kleinen Radius, was die Wohnung angeht. Ja. Okay, im Wohnzimmer war eine Tür mit Kette. Und, haben jetzt quasi diese Glöckchen, diese Rentierglöckchen uns quasi zu dem Item geführt, zu dem Bolzenschneider? Oder ist jetzt hier noch irgendwo eine Kugel versteckt? Sieht nicht so aus, wa? Na, ein bisschen Creme. Ah, schön. Aber auch letztendlich schön gemacht, so irgendwie. Ist jetzt nicht nur überall der gleiche random Shit drin. Außer Klopapier. Klopapier mag sie. Finde ich gut. Ist schön gemacht. Also ist fucking... Nein. Scheiß gruselig, aber... Gut gemacht. Na, girl. Hier noch in die Küche. Da backen deine Plätzchen, da brennen deine Plätzchen gerade an. Aber diese Tischdecke ist so. Stop running away. Hast du mal einen Spiegel gekriegt? Why are you hiding? Because you're a psycho girl. We are made for each other. We must be together. So, gucken, wie lange bleibt sie da drinne? Weil wenn, müsste ich wahrscheinlich wieder hier hinten in diesen Raum rennen. Und sobald sie hier in diesen Gang läuft... Oder wartet. So, tatsächlich kann ich auch probieren, hier mal in diese Tür reinzukommen. Oh, bitte, bitte merkt mich. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Yes, yes. Oh, oh Mann. Tatsächlich hoffe ich irgendwie, dass das Spiel so halbwegs faire Checkpoints hat, irgendwie, wenn man jetzt hier drauf geht. Wenn man das jetzt alles nochmal wiederholen muss. Schoko, okay, löst drauf. So, okay, dann klicken wir uns hier mal durch. Ich höre sie. Aber ich habe hier nichts zum Verstecken. Das ist scheiße. Im Wäschetrockner verstecken? Halt mal doch lieber die Tür auf. Dann müsste ich ja gleich irgendwie mich nach da verkrümeln. So, das hat sie gleich gemerkt wahrscheinlich. Schön, die Tür ist noch zu. So. Dann dekorieren wir den Baum. Bitte? Ist ja nicht alles so scheißduster hier. Na, die bringt's ja richtig. Die bringt's ja richtig hier. Oh, die für mich? Oh, ist ja der Honeypot, oder? Das ist die Deko, die Joyce um ihren Tannenbaum hatte. Die Verrückte sagte vorhin irgendetwas von Baumschmücken. Wenn ich's mache, ist sie vielleicht abgelenkt genug, dass ich mich durchschleichen könnte. Du willst jetzt den Baum spücken. Alter, hast du ein Rad ab?
Also, nur um das mal wirklich im Kern kurz mal festzuhalten an der Stelle. Du bist irgendwo bei irgendeiner kaputten... Und dir ist ja klar, das ist kein Mensch. Ja, irgendwie, weil irgendwas... Du merkst ja, das ist ja jetzt nicht... Ist ja nicht, ist ja not normal. Da kommst du doch nicht auf die Idee, ich schmück jetzt mal den Baum. Das kommt tatsächlich bei Jeopardy, werdet eine der letzten Antworten. Wir haben 100 Menschen befragt. Coole, also schöne Dur-Variante von Das Christkind kommt bald. Also von Stille Nacht. Okay. Na dann schmücken wir mal den Baum. Wir nähern uns dem Wahnsinn. Wir sind mittendrin, Helmer. Wir sind mittendrin. Der Song ist cool. Halt einfach... Kommt mir auch bekannt vor, das Bild. Aber sie will doch unbedingt mit dir zusammen den Baum schmücken. Ja! Ich möchte dir das doch nicht wegnehmen. Aber eigentlich ist es auch meine Aufgabe. Ah! Da wird sie... Come on. Oh. Der Baum ist ja schon nicht schmeckt, Mann. Tür ist zu. Holy moly, ey. Oh, das mir richtig eiskalt den Rücken runter, ey. Oh. Aber ich muss sagen, es ist ein wahnsinnig gutes Spiel irgendwie. Also. Und jetzt, er schmückt den Baum. Er schmückt den Baum. Joyce? It's all some stupid prank, Mark. Moving corridors? What nonsense! I saw your friend in the window and I know she's just hiding somewhere. She just moves really fast. And that's it. It's nothing special. So, ja, Joyce, du musst auf jeden Fall weg. Joyce, hör mir zu, das ist nicht meine Bekannte. Versteck dich irgendwo und ruf die Polizei. Das kommt mir tatsächlich irgendwie... Naja, versteck dich irgendwo und du musst weg. Oder? Ach komm, der klingt tatsächlich ein bisschen vernünftiger, obwohl er nicht vernünftig ist. Let's just assume that I believe you. First, tell me where you are now. What's going on with you? Was? Es ist, als würde ich träumen. Das Haus verändert sich. Irgendeine Irre sucht nach mir. Ich glaube, ich habe deine Weihnachtsdeko gefunden... Sie muss sie hergebracht haben. Kuh. Einfach Kuh. You saw a woman, right? Der Baum hat Licht, ist sie nur. Fine. You said I need to hide. I'll do that and then. I heard someone. Oh, Joyce, Baby! Hol dir die Pfanne aus der Küche! Könnte ich einfach aus dem Fenster raus? Was soll das? Natürlich. Hohe Mauern. Geil. Einfach toll. So, was ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Möchte ich nicht. Soll ich jetzt einfach so ganz zärtlich über den Hals hauchen oder was? Nimm die Lampe. Denn jetzt machen? Oh Gottes Willen! Oh, da steht gar nicht drauf. Das ist ja nicht meins. Komm, hör auf. Lass das. Möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Ist mir unangenehm. Wirklich. Das heißt,
Jetzt binden sie sich ein Schleifchen um. Da denke ich auch. Ach. Ja, man sollte ja, man könnte ja vielleicht kicken. Ach Mann, ey, dann bricht doch hier eine hau doch hier die Scheibe ein. Stell dich doch nicht an. So, geh mal schon mal lieber ein bisschen weiter weg vom Mikro, wer weiß. Wahrscheinlich weg gleich wieder schreien hier. Sieh doch, komm, diese dunklen Passagen immer, ey. Da vorne so ein Bild, das ist das. Okay, hier können wir uns durchcutten. Machen wir mal. Der Keller. Na klar. Der Keller. Der Keller. Der Keller. Wir müssen nicht in den Keller. Hey. Klar, von innen die Tür zu. Kann man auch machen. Joyce, ich hab hier eh keinen Empfang. Scheiß Baby, Mann, wer nicht? Bitte was? She's gone. Yeah, it's definitely not a prank. She isn't human. I'm fine. I was hiding just like he said. I had time to prepare before she found me. I launched fireworks at her. It seems to have scared her off. I don't think she likes bright lights. Try to find something similar. Maybe that'll help you. Kennst du sie? Woher wusste sie, dass ich zu dir unterwegs war? Alles klar, du musst was finden, was hell ist. Sei vorsichtig, Joyce. Überleben ist das Wichtigste. Ja, du, dein... Okay. Wohlergehen liegt mir am Herzen. We have to get through this. Mark, she can come back at any moment. What should I do? Halte dich weiterhin bedeckt und versuche leise zu sein. Schnapp dir eine Taschenlampe und noch mehr Feuerwerkskörper. Versuch sie mit hellem Licht zu verjagen. Tja. Tja, lieber Chat. Verstecken oder Angriff? It's your choice. Alles klar. Ich glaube, wir sind dafür, dass die Lady das regeln soll. I'll try. Oh God, I hope it works. I'll try to call the police, but I don't think they'll arrive here fast enough in this weather. One more thing. Please, be safe. I love you. Dich auch. Oh, natürlich ist das so ein gigantischer Folterkeller hier, Alter. Das ist doch so ein Dave'scher Keller. Das ist so ein Dave-Keller. Nein, die kommt jetzt. Oh, dann haben wir so Ankündigung auch noch. Okay, ich muss da durch. Lass mich da durch. Ich muss da jetzt durchkriechen. Oh. Na, nicht jetzt kitzeln von hinten. Pflaster pressen, ja, das sagst du immer. Ja, das ist, du weißt, wie das ist, Junge, mit eigener Medizin schmecken. Oh, das ist immer. Ah! Und ich bin schon wieder zurück. Zurück. So, Kammerbene, irgendwie jemand schreiben. Benny, Hilfe, Hilfe, Benny. Kannst du mal kommen? Alter, geh doch weg, ja. So eine Taschenlampe. Irgendwas würd's fancy finden. Die ist doch mega nett. Ja, ich finde auch, dass sie echt cool ist. Und die Lampe? Die interessiert sie einen Scheiß.
Die Lampe interessiert sie mal einen Scheiß. Ich stelle mich doch auch nicht mit einer Wunderkerze dahin und sage, hier, Wunderkerze. Oh, warum ist das alles so schön hier. Schön. Wie kann man denn so einen scheiß Keller haben? Das macht mir. Ach du Scheiße. Wer ist das? Boston-Polenböller. Genau. Nun, los, verstecken. Lampe aus und Fresse halten. Ah, so ein Tannenbaum will ich auch nächstes Jahr. Ihr habt es ganz tolle bei Obi. Alle grüßen. Männlein, Weiblein, kannst du. Meine Ex hat sonniges Wetter auch nicht leiden können, aber das war ihr geringstes Problem. Okay, es tut uns leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber Ihr Sehvermögen verschlechtert sich. Die Untersuchung ergab, dass Sie an einer Lichtüberempfindlichkeit leiden. Ich rate Ihnen tatsächlich zu meinen, so wie anderes kaltes Licht. Hochachtung zufolge, Mr. Merlo. Kommt sie doch schon mal. Vorne liegt noch so eine alte Kerze. Ah, meine Kinder werden sich bedanken. Hundertprozentig. Ja, und das Schlimme an der Sache ist, das ist jetzt Sadusa da draußen. Die nehmen, ist eine Akkulampe, ich möchte haben. Komm ich nicht durch. So, die kommt jetzt bestimmt wieder mitgeschissen hier, wa? Die blöde Schluppe. Ach nee, die ist wieder im Lüftungsschacht. Also die Parallelen sind euch aber, die fallen euch schon auf, oder? Sie ist wieder im Lüftungsschacht. Ja! Nein! Manu! Ist er vor mir? Ist er hinter mir? Oh Gott. Da ist er. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Oh Gott. Na, ihr habt wohl dieses Jahr wild irgendwie, wa? Zum Weihnachtsteller oder was? Schön. Schön hier. Das ist wirklich. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ja, das ist halt. Hätte Fahrradkette. Ah, so. Komm. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt hier rauslaufe, irgendwie, ob ich denn quasi ihr folge und nach rechts oder nach links gehen soll. Oder ob man es vielleicht jetzt schon machen sollte. Ja? Nee, Abstand ist ein bisschen kurz. Oh Gott. Probier mal, was soll sein, ne? Oh.
groß ist denn dieser Keller? Mann, hör da auf. Na sag mal, da bin ich ja schon fast unter meinem Haus hier. Angst, dass sie mich da drunter sitzt. Oh Gott! Nein, ich möchte nicht mehr. Nein, hol ab! Last. I need to get ready. Für was denn? Hol ab. Schau, schau, einfach schau. Wunderbar. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht so eine Luftpumpe von Typ irgendwie, der nach 3 Metern nicht mehr laufen kann irgendwie. So, ich würde mal sagen, ich probiere mal zu diesem Weihnachtsbaum-Türchen zurückzukommen hier. Bitte, geh auf. Nein, sie geht nicht auf. Was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich denn jetzt hin? Na. Ich kann nicht mehr zurück. Doch, hier kann ich hin. Was ist das? Wow. Oh Gott, oh Gott. Gib das her. Gib das her, hab ich gesagt. Ich nehme mir eins. Dieser Schlüssel ist von der dekorierten Tür. Okay, alles klar. Die nehmen wir. Patronen? Alter, der Stresslevel ist echt hoch bei dem Game. Der ist echt hoch. Das Schlimme ist, wenn die mich nicht jagt, kann ich ohne die rennen, irgendwie. Hm. Ah, schön, wieder ein schöner Schwarzer. Hm. Feuerwerk. Ah, ein ganzer Kasten mit Feuerwerkskörpern. Wenn grelles Licht sie wirklich abschreckt, könnte ich sie gut brauchen. Vielleicht kann ich ihr Fallen stellen. Ah, ich muss nur irgendetwas finden, womit ich sie ablenken kann. Wo hat sie meinen Ring versteckt? Echt, du willst den Ring jetzt? Der Ring ist jetzt... Ach, du bist so ein dummer Typ, Alter. Joycey, baby? Mark, are you there? Are you okay? Wie gut. Ja, alles gut bei dir. So, red leise, sie ist in der Nähe. I'm sorry. I'll try. I scared her away, Mark. This bitch is afraid of bright light. She left me alone and I don't know when she'll be back, but now... Now she's gone. What about you? Do you have any news? Preferably good news. Ich habe das Feuerwerk gefunden, wie du gesagt hast. Mein Geschenk für dich. Sie hat es sich geholt. Folgendes Szenario. Euer Freund hängt irgendwo in so einem Haus. Wird verfolgt von einer Beknackten. Du bist am Telefon. Redest mit ihm. Und dir ist klar, er könnte sich irgendwie den Weg da rausbahnen. Und dann sagt er zu dir, aber mein Geschenk für dich. Sie hat es sich geholt. Soll ich es nicht holen? Was wäre eure einzig logische Reaktion darauf? Lieber Chat, zurück zu Lauch? Zurück du Lauch, ich will mein Geschenk. Das Geschenk ist egal. Ja, nee, da wäre ich tatsächlich eher bei Jojo. Obwohl Mariona schon sehr witzig ist. Sehr witzig. So, ich habe Feuerwerk gefunden, wie du gesagt hast. Das wird das Feuerwerk. Now we have a chance. We can do it. I called the police. I don't know where you are right now. So, I gave them my address. Find a window they'll be able to see you from. Try to get up to the second floor. Second floor? Ich bin
In the basement. Hase. In the basement. Der second floor ist ganz weit weg. So, gucken wir nochmal. Hat sie irgendwie noch ein bisschen Schmutzwäsche? Hier ist noch eine. Warum hört jetzt hier schon wieder so ein Wunderkerz? Oh, hier. Oh, hier, dort. Okay, also diese Rentierglöckchen. Gib mir noch bitte den Kuhfuß, Alter. Was ist los mit dir? Come on, ey. Wieso nimmt das nicht? Jetzt was ist denn nur passiert? Ach, komm ich zum Lachen. Ah, das reicht mir schon. Das geht nur noch halb so schlimm. Ja, ihr müsst aufpassen, dass ich nachher nicht nur in so ein verstörter die Kicher verfalle. Ach, guck mal, jetzt ist der Keller bloß noch hier eine Tür weit weg, oder was? Also nicht, dass ich mich beschwere. Aber ist abgeschlossen. Schön. Ach nee, hier komme ich auch her. Ist ja Quatsch. Muss mich also... Oh, jetzt muss ich durch die Lüftungsschächte. Klar. So, und dann rein mit mir. Hoffentlich erwischt mich das Elend hier nicht. Ach, schön, ist so ein Speiseaufzug hier. Schön. Klar, hat jeder am Haus. Tatsächlich wüsste ich gar nicht, ob ich sowas geil finden würde. Also, das weiß ich nicht. Irgendwie so ein Korb Wäsche kannst du doch runtertragen. Irgendwie musst du jetzt nicht mehr mit so einem Schlabums hier machen. Also. Oh. Whoop, whoop, mit der Sound of the Police. Was, ne? Oh, hier ist ein Schloss. Sag mal, ich hab doch einen Bolzenschneider. Mach da das Ding auf. Do you hear that? It sounds like the police are here. Ja, komm schon. Hey! Hey, I'm here! Come here, please! Try lighting something up near the window. Maybe they'll notice you. Tja, ob das was wird? Huhu! Hey! I'm here! Sieht gleich aus. Scheiße. Hey, come here! Komm mal hier hin. Do you have any sparklers left? I see the light in a nearby house. Is that you? Are you on the second floor? Mann, ich bin noch nicht auf dem second floor. I don't think they've noticed you. You need to find another window that's more visible so the police can see you. Ja. Okay. Kann ich aber auch nicht durch, wenn ich mit dir telefoniere. Und ich komme jetzt hier ja nicht großartig durch. Was ist denn los hier? Okay, sie ist immer ein Kopfkiller. Boah, das ist so richtig mies, ey. Das lass mich raten. Did you see that? Nee, ich hab's nur gehört. We'll never get out. Nein, wird sie nicht. Wir werden uns wehren. Reiß dich zusammen. Panik hilft uns nicht weiter, Joyce. Es wird alles gut. Wir schaffen das. Joyce, komm. You're right. We can't give up. I heard her mumbling something. I don't know if this helps, but she said something about the gift she finally got. And one more thing, I saw that she threw one of the cops through the window of your building. Try to find him. Maybe he has a gun on his body. Come on. Echt? Oh, man sollte sich keiner zukünftigen Braut in den Weg stellen, ja? Absolut. Stell dich nie zwischen den Nazgul und seine Beute. Aber ich frage mich, soll mir jetzt eine Pistole oder... Also, sie ist doch was Übernatürliches. Was sagt er mit einer Pistole? Waffe egal. Aber das jetzt... Ah! Und Schlüpfer wechseln.
sein. Also wirklich, spinnen die denn? Sie hat mich die ganze Zeit beschattet. Ich kann mich nirgends verstecken. Sie wird mich nicht gehen lassen. Sie ist weg. Sie wird uns nicht stören. Mark hat einen Ring gekauft. Ist er für mich? Will er mich wiederhaben? Mark redet nicht mehr mit seinen Eltern. Gut. Zu wem hat er Kontakt? Sein Freundeskreis tut ihm nicht gut. Ich muss sie alle loswerden. Mark feiert Weihnachten allein. Es ist Zeit. Er ist auf dem Weg zu dieser Hure. Es ist direkt auf mein Haus gerichtet. How are you? Ich habe ein Teleskop gefunden. Sie ist auf mein Haus gerichtet. Ich habe ihre Notiz gefunden. Sie enthalten meine Zeitpläne. Naja, das Zeitpläne finde ich schon ein bisschen relevanter irgendwie. Lüge, sie hat uns ausspioniert und sie hat mich ausspioniert. Ja, sie hat mich ausspioniert. Kann ja bei der Wahl bleiben. All this time, she was interested in you, not me. You are connected to her in some way. Joycey, baby. Mark. Hey. Tell me. Do you know this woman? Ich weiß nicht, wer das ist. Lüge. Nein. Ich hab sie nie mit ihm gesehen. Wahrheit. Ja, hat mal was. Oh. Mark, du bist so ein... You were dating? Why didn't you say this before? Ich habe nicht verstanden, dass sie es ist, bevor ich... die ich Beweise fand. Ah, sie sah völlig anders aus als früher. Cool. Lüge. Wieso? Nein. Ich musste feststellen, dass sie geistig nicht ganz fit war und dann haben wir uns getrennt. Sie hat sie nicht alle. Als sie damit anfing, meine Eltern und Freunde zu bedrängen, habe ich sie verlassen. Ja, das klingt ein bisschen... Nicht nach einem 15-Jährigen. So that's why you moved here from your city. The things that she does... Was she able to do them before? Nicht, dass ich wüsste, oder ich wollte es nicht wahrhaben. Letztes Jahr hat sie ihren Gesundheitszustand verschlechtert. Damit fingen komische Sachen an. Letztes Jahr ist das her? So this monster wants you back. Mark. Thank you for telling me. Tja, müssen wir jetzt aber trotzdem alle 3 Minuten miteinander telefonieren? Ich weiß es nicht, irgendwie. Wird schwierig. Gib mir erstmal einen Keks. Gib mir einen Keks. Oh Gott. Was ist denn mit dem Bild? So, kann ich das jetzt hier nicht irgendwie... Das ist mein Haus hier echt erzählt. Oh, pretty please. Oh, there's a key. Na, öffnet sich ja die Tür zum Code. Hoffentlich führt sie mich zur Pistole. Und wer... Herzinfarkt? Was war nun los? War der Schlüssel... verflucht? Unten, was war denn das jetzt? Das war nicht gut gerade. Wie heißt sie denn überhaupt? Ist das eine Riesenbude, ey. Ey, überleg doch mal, hier musst du sauber machen. Du bist am Arsch. Kannst du einpacken. So, hier können wir uns verstecken, also... Warte mal, sind wir, waren wir hier schon? Nee, wir... You cheated on me! How is she better than me? Mal von einem klaren, stabilen Geisteszustand abgesehen und nicht irgendwelchen dämonischen Anwandlungen und diese komische, creepy Stimme. Ach, wir haben uns in Weiß... Ach, schön.
Meinst du, wir müssen ihren Namen wissen, um ihn auszutreiben? Kann sein. Kann tatsächlich, ist ja keine schlechte Idee. Tatsächlich, kein, also, ne? Guter Gedanke. Tatsächlich sieht es in Weiß nicht mehr ganz so gruselig aus. Oh. Oh. Moment, ich kümmere erstmal, wie lange die brauchen, um wieder zurückzukommen. Oh, versuch es mit Rumpelstilzchen. Ja. Genau. Das war eigentlich eher drauf gekommen ist. Okay, warte, bis sie zurückkommt, weil ich glaube, das ist ein relativ langer Weg, den sie da läuft. Und dann versucht mein Glück ab nach rechts. Head to the gun. Dann hängt eine Pistole. Und ich weiß, also. Tatsächlich bin ich mir wirklich nicht unbedingt im Klaren, ob die jetzt wirklich hilfreich ist. Please don't see me. Oh, pretty please. I close the door. And now... Alter, das Haus besteht ja nur aus Flur. Was soll denn das? Ist ja wirklich schon fast Resident Evil-mäßig. Mal zu lesen. Sogar am Ende habe ich mich nicht überwinden können, offen mit ihr zu reden und habe ihr einfach einen Brief geschrieben. Du bist ein Held, Alter. Hätte ich früher den Mund aufmachen sollen? Nö. Ich komme nicht wieder. Ich das schon lese, Alter. Du kannst aufhören, meine Familie zu verfolgen. Lass sie in Ruhe. Sie haben keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe ihnen nicht erzählt, wohin ich gezogen bin. Ich weiß, dass dein Verhalten von deiner Krankheit kommt, aber ich ertrage es nicht mehr. Du hast dich zu lange geweigert, eine Therapie zu machen und jetzt hast du deine Psychosen nicht mehr im Griff. Fuck yourself, aber ich bin es leid. Angst, um meine Familie zu haben. Verzeih mir. Schön. Einfach ganz, ganz schau. Scheiße, ich kann mich irgendwo verstecken. Ah, okay. Oh nee, mach mal nicht, mach. Oh Gott, echt jetzt? I thought you brought the ring for me. You don't love me anymore. I'm not giving it back. It's mine now. Meter Lego-Steine laufen, Alter. Oh nein. Oh, Chef, ich konnte ja nicht rennen. Oh. Verständlich. Oh, so, okay, also mit den Lego-Steinen ist echt knackig irgendwie, weil du hast echt links und rechts nicht wirklich Spielraum. Krass. Aber it's possible. So, warte mal, wo war sie? Hier war sie. So, die nehmen wir. So, alle Eltern unter euch kennen das auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Wenn ich jetzt eine Kerze zünde, um das hier besser sehen zu können, wirst du das merken, wa? Durch. Oh Gott. Und das hat sie nicht gemerkt, ja, okay. So. Ich lass mal offen. Ich bin ja fair. Schönes Wohnzimmer. Muss man sagen. So, irgendwie brauchen wir einen Schlüssel anscheinend irgendwie, weil schon eine zweite vorhin geschlossen hier. So, und hier hängt wahrscheinlich unser Freund und Helfer. Jawoll.
So, gib mir die Garn. Okay, nehmen. Haben wir. So, die wird uns einen Scheiß bringen. Das seht doch kommen. How are you? What's going on? Na, ich habe den toten Polizisten gefunden. Er hat eine Waffe. Ich habe eine Schusswaffe gefunden. Also deutlich besser. So, sag mal. Puh. Great. Now we have so kommunikativer Typ. If you decide to shoot, it will be loud. Be prepared that she will hear and will come for you. Nein, ich soll die folgenden Schlösser aufschießen? Do you have a minute? Mann, ich hab keine Minute. Was ist denn los? Ist das denn ernst, Joyce? Nicht jetzt. Alter! Oh. Was ist denn los? Da? Was ist denn da los? I know it's silly, but I need to be sure that it is what I think it is. In case we don't need it. Ah, wir werden es auf jeden Fall überleben und dann werde ich es dir schenken. Soweit ich mich so gerne. Ja, komm. Wir müssen nochmal positiv bleiben, wir müssen die Latte hochhalten. Hashtag gemacht. Okay. So machen wir das. So werden wir das tun. So, Joyce hat sich wieder. Okay, alles klar. Oh, kann ich hier nicht raus? Ich möchte raus. So wie. Oh nein, ich kann jetzt wirklich. Ich kann die Person noch nicht mal irgendwie ausrüsten. Hundertprozentig muss ich jetzt dieses blöde Schloss aufschließen. Und dann kommt die Troller. Warum? Nee, ohne sowas. Oha. Okay, alles klar. Ich kann also in letzter Sekunde kann ich noch irgendwie auf Feuerwerkskörper schießen. Wahrscheinlich habe ich auch 1000 Kugeln in der Waffe irgendwie, aber ich mal mir nicht viel aus. Oh. So, sag ihr, es war ein Lego-Bausatz, aber die Olle hat es auf den Boden verteilt. Ja, vielleicht. Sollte doch der Todesstern werden. So, ich würde jetzt gerne raus. Also, ne? Kann ich jetzt hier zu dieser wunderschönen Weihnachtstür raus? Presente. Der Ring. Sie ist von diesem Ring besessen. Wenn ich ihn unter den Baum lege, wird sie das sicher ihre Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich muss der Sache ein Ende setzen. Sie war vom Verfolgen besessen und ich vom Weglaufen. Jetzt ist es für uns beide vorbei. Ja, kann man auch sagen, ist eine nette Geste. Das könnte jetzt auch ein Resident Evil 7 sein, muss ich sagen, irgendwie. Also von der Grafik her muss ich sagen, wirklich à la Bonheur. Mark, I heard gunshots. Are you okay? Ja, ich glaube, ich habe sie vertrieben, zumindest für eine Weile. Ja, alles okay. Ich glaube, ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Da bin ich doch mal selbstsicher. Tell me. Ah, schade, dass er Mark und nicht Ethan heißt. Ethan? Ja. Ich habe dann ein Geschenk und ich werde es als Köder verwenden. Ah, ich bin es, den sie will. Ich werde sie mit dem Geschenk in eine Falle locken. Komm, wir machen mal ihn auf Hero. Did you find my present? Good. You know, she stole my Christmas decorations for a reason. It looks like she's obsessed with spending Christmas with you. Maybe if you put a present by the Christmas tree, it will distract her. Just don't forget to put the fireworks everywhere first. And Mark, please be careful.
So, tatsächlich sehe ich mich wie Ethan Hunt irgendwie, nicht Ethan Hunt, der hieß ja nicht Ethan Hunt, ne? Der hieß ja Ethan halt aus Resident Evil 7 so am Stuhl angekettet, so vor diesem Essen mit dieser Familie. So sehe ich mich schon da unten sitzen jetzt und die Schenke auspacken. Ethan Winters, vielen Dank, genau. Ethan Hunt, ja. Ach nee, das war Mission Impossible. Oh nein. It's loading again. Oh, okay, alles klar. Aber ey, sagt mal selbst, ne? Also, ich muss schon sagen, wirklich, also die Grafik ist für so ein kleines Game echt nice. So, hier vorne war der, ja. Oh, sag überhaupt nicht. Und halt schwangere Musik hier. So, take the present. Me. Oh, sie ist verletzt. Hier einen Button pushen? Thank you. Verrücke! Wo ist er? Where do you go? Ist er denn Happy End? Kann ich jetzt hier nicht. Nein! Run, boy, run. Wie kann denn. Wo kann denn. Warum? Hä? Erst Feuerwerk, verstecken. Ja? Aber Feuerwerk war doch jetzt alle da. So, also. Ein Problem, ich konnte mich aus dieser Ecke nicht rausbewegen. Also er hat sich nicht bewegt. Ne? Er hat die Waffe die ganze Zeit in der Hand gehabt. Und that's it. Die Frage ist, von wo kam sie jetzt auch gerade? Wir probieren es mal nochmal. Was wäre denn, wenn wir jetzt nicht schießen würden? Wäre auch mal interessant. Die Waffe kann ich jetzt so nicht ziehen, die kann auch mit nichts anderem interagieren. Honey, I'm waiting for you. Höchstens schießen, schießen, schießen und jetzt ist er weg. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Okay, alles klar. Run, boy, run. Natürlich ist die Scheißtür zu. Okay. Schön, da noch ein paar Patronen. Und Start. Oh, Scheiße, Feuerwerk. Echt jetzt? Wo sind wir denn hin? Na! Nein, 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 nein. Ja, schön. Kommen wir zum Kessel? Oh, das ist aber laut, Alter. Okay, wahrscheinlich muss man das jetzt ein bisschen. Die haben den Spaß. Bis sie enden. Hau ab! Dieses Haus ist jetzt sauber. Kennt eigentlich noch jemand dieses Zitat aus Poltergeist 1? Diese kleine Oma? Scheiße, ich schwör dir, Alter. The doors are open, Mark. The doors are open, you did it! My God, I love you so much. Come to my house, you won't get lost this time. I guarantee it. Die Tür ist nicht offen. Mir tut sie ja fast leid. Er hat schon was Tragisches natürlich. Ach gut, jetzt ist er doch offen. So, Fräulein Schnürschuh, muss er in ein Haus setzen. Das ist natürlich ein cooler Move, ne? Schön. Oh, schön. Schön.
wirklich das allerletzte Haus, ey. Du bist nicht aufgefallen, dass er mal völlig falsch gelaufen ist. Mark? Let's go home. What? Wo? What? Wer war sie? Wo war sie? Ja, geil. Schön, wir haben es geschafft. Oh. Ja. Das Spiel war ganz schön unheimlich. Und Jumpscares waren dabei. Wenn's dir gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Ja, nee, wenn's euch wirklich gefallen hat, Daumen in nördliche Richtung. Und lasst gerne auch ein Abo auf unserem Kanal da. Irgendwie helft den Kanal zu wachsen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ho, ho, ho.